Okay. Alles, was ich höre, ist das Knistern des Feuers. Moment, Feuer. Sadias Zauber. Okay. Nein, ich lasse es so. Hier hat der Stab sie also hingebracht. Es ist unmöglich, die Inschrift zu lesen, während man die Maske trägt. Aktivieren. Sadias Zauber. Kann ich mich eventuell? Sadias Zauber. Ich muss das direkt, ich muss das Versteinern irgendwie erlernen, aber die Frage ist natürlich wie. Die Bäume formen sich zu Stein und der Stein zu einem Torbogen. Das erinnert mich an die Grabkammer, von der mir Fahi einst erzählte. Wen könnte ich hier Visionen schicken? Feuer? Ich glaube nicht, dass ich Feuer Visionen schicken kann. Sadias. Bach? Sadias. Nein, ich lasse es so. Mir ist kalt. Ich wünschte, jemand schöbe mich näher an das Feuer. Ihm kann also auch kalt sein in dem Ding. Hilfe! Hilfe! Schreien ist sinnlos, wenn ich nur anders auf mich aufmerksam machen könnte. Visionen an Geron? Sadias Zauber. Sadias Zauberfunk. Es ist irgendwie sehr... Puh. Nicht nach dem, was mit Eurich geschehen ist. Ah, okay. Kann ich... Mir fällt dazu nichts ein. Ich habe ein Messer bei mir. Ach, warte mal. Die Kette ist nicht magisch. Nuri! Ich werde versuchen, Nuri eine Vision zu schicken. Geron? Ist bei den Bergen. Und braucht den Kraftspeicher. Ich könnte Nuri zum Berg schicken. Aber was dann? Ah, Moment. Moment, Nuri. Hopp. Nuri zu den Bergen und dann zur Grabkammer. Ich könnte Nuri zum Berg schicken, aber was dann? Oder soll sie das Feuer sehen? Das kann natürlich auch sein. Grabkammer, Nuri, Berg, Feuer. Den Berg würde sie finden. Aber woher weiß sie, welches Lagerfeuer ich meine? Okay, Nuri. Berg? Lagerfeuer am Fluss. Das ist es. Ich schicke Nuri zum Berg, dann den Bachlauf entlang bis zum Feuer. Ich hoffe, es klappt. Da ist sie. Oh. Den Göttern sei Dank. Ich beginne mich an etwas zu erinnern. Und da haben wir unser letztes Zeichen. Ich weiß, wie ich mich zurückverwandeln kann. Nuri ist mittlerweile wahrscheinlich schon fast ganz ein Rabe. Nun gut, los. Nein. Nein, ich bin zu schwach. In der Maske ist nicht mehr genug Kraft, um mich zurückzuverwandeln. Es war alles umsonst. Nein, war es nicht, denn wir können Nuri immer noch etwas zeigen. Kraftspeicher. Nuri. Bringen zu Geron. Dann sollten wir jetzt versuchen, das nochmal zu benutzen. Mir fällt dazu... Quatsch. Entsteinern? Geron?
Endlich. Fahi, ist alles in Ordnung? Oh ja, meine steifen Knochen haben sich schon lange nicht mehr so jung angefühlt. Aber Nuri geht's nicht gut. Danke, Nuri. Wer bist du? Das ist jetzt unwichtig. Versprichst du, dass du hier auf mich wartest? Na gut. Ich komme gleich zurück. Denn wir gehen jetzt erstmal in die Grabkammer. 450 Jahre ist es nun her, seit ich, ein sprechender Zauberstab ohne Erinnerung, in meinem Gefängnis das Licht entfachte und eine fremde Frau erblickte, die mein Leben für immer verändern sollte. In dieser Kammer hat ihre Geschichte begonnen. Und zwischen diesen Wänden werden wir sie gemeinsam beenden. Merhaba, Geron. Herzlich willkommen. Du hast dich befreien können. Was hat das alles zu bedeuten? Wo sind wir hier? Frag ihn. Sehr richtig. Frage mich. Es sei denn, es sind sehr, sehr viele Fragen. Du musst wissen, ich habe lange auf diesen Tag gewartet und möchte mich ungern noch länger aufhalten müssen. Wieso? Was soll hier geschehen? Du hast also noch immer nicht verstanden, warum ich euch meine Erinnerungen schickte? Warum ihr hier seid? Nuri wartet vor der Kammer auf ihre Rückverwandlung, also beeilt euch! Ihr habt Satya verloren und ihr wollt nun wissen, was mit ihr geschehen ist. Darum habt ihr uns eure Erinnerungen geschickt. Ihr wollt, dass wir das für euch herausfinden, richtig? Richtig. 400 Jahre nach unserer Trennung fand ich endlich einen Weg aus der gorischen Wüste. Ich folgte der Spur zurück nach Draconia. Ich fand das Tagebuch des Adepten und die Maske des Zaijins. Doch Sadias wahres Schicksal blieb mir ein Rätsel. Schließlich lernte ich Fahi kennen und bat ihn, mich hierher zu führen. Ein Mann namens Eulrich hatte ihren Rubin aus Draconia entwendet und ihn nach Andergast gebracht. Er hatte die Maske gesucht, um seine verstorbene Frau zurückzuholen, doch hatte er nur den Edelstein gefunden. Ich wollte alle Relikte von Satyas Verschwinden zusammentragen und endlich verstehen, was mit ihr geschehen war. Sie hätte verdient, dass wenigstens ich wusste, wie ihr Leben zu Ende ging. Ist es nicht unwichtig, wie sie starb? Sie ist tot. Daran können wir auch nichts mehr ändern. Du irrst dich. Ihr werdet gleich sogar bestimmen, was mit ihr geschah. Ich verstehe nicht. Der Garten des Vergessens, Geron. Ich habe das Tagebuch zu Ende gelesen. Satya ging nach ihrer Rückkehr in den Garten des Vergessens und kam nie wieder heraus. Alles, was in dem Garten geschieht, ist nicht geschehen, bis man sich davon erzählt. Und da Satya seit jenem Tage in Vergessenheit geraten ist, wurde ihr Schicksal nie zu Ende erzählt und damit auch nie vollendet. Und wir verstehen, wir müssen nicht nachfragen. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass Satya entweder zurückkehrt oder ein ruhmreiches Ende hat. Ich verstehe. Wenn wir Satyas Erlebnisse im Garten zu Ende erzählen, wird unsere Erzählung wahr. Und wenn wir uns irren? Wird uns Satinavs unsichtbare Hand für diesen Frevel bestrafen. Ich denke, ich habe unsere wundersame Zusammenkunft genug erklärt. Bist du bereit, Geron? Einen Moment noch. Nuri. Ihr verspracht, am Wasserfall Nuri zurückzuverwandeln. Und das werde ich auch. Aber erst bringen wir Satyas Geschichte zu Ende. Was hat es mit der Inschrift auf der Grabkammer auf sich? Du meinst den Stein und den Skarabäus? Fahi glaubt, die Inschrift sei der Schlüssel zu allem. Aber so treffend sein Gespür auch sein mag, in diesem Falle irrt er. Das Rätsel ist offenkundig nur eine verschrobene Randnotiz, ein beiläufiger Fleck auf einem sonst monumentalen Gemälde. Es bedarf keiner weiteren Klärung. Man hatte Satya in die Grabkammer mitgenommen, um sich banale Schriften vorlesen zu lassen. Und stolz wie sie war, weigerte sie sich. Das ist alles. Oh. Was ist Fahis Rolle in alledem? Fahi ist ein Mann mit vielen Talenten. Er hat einen Sinn für Geschichte und er ist gut im Lösen von Rätseln. Außerdem hatte er einen Karren und ein Zelt, in dem ich mich auf meiner langen Reise verstecken konnte. Er hilft mir, das Rätsel zu lösen und dafür beschütze ich sein Geschäft vor Plünderern. So ist unsere Abmachung. Er ist also tatsächlich harmlos? Fahi ist der harmloseste Mann, der mir in meinen 3000 Jahren je unterkam. Es tat mir leid, ihn zu versteinern. Aber nur so ließ er sich vor deinen Mitbürgern retten.
Wieso bist du hier, Breda? Satyas Geschichte hat nichts mit dir zu tun. Geron, es gibt hier nichts mehr für mich. Man hat mich als Deserteurin verurteilt. Meine eigenen Gefährten jagen mich. Und der einzige Fluchtort, der mir noch bleibt, ist hier. Bitte, auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, lass es mich zu Ende bringen. Es wird sicher alles wieder gut. So gut, wie es die Welt einst war, wird es nie wieder sein. Was, wenn einer von uns Satyas Geschichte beendet und sich irrt? Wenn Satinath erfährt, dass die Erzählung gar nicht wahr sein konnte, so wird er sie ungeschehen machen und den Erzähler des Frevels schuldig sprechen. Keine Angst, Geron. Wir werden uns nicht irren. Ich habe alles genau durchdacht. Nun gut. So stelle die Maske zurück auf die Büste meines alten Meisters und lass uns beginnen. Ja, das war jetzt mein Stichwort, Maske auf Büste. Okay. Go, go. Es sei dir gedankt, Geron. Seid ihr nun soweit? Ja. Ja, ich bin bereit. Lasst es uns hinter uns bringen. Danke, Geron. Wer von euch beiden tritt nun vor und wird die Geschichte zu Ende erzählen? Ich werde es tun. Ich denke, es wird anders ausgehen, aber ich werde natürlich selbst opfern sagen, dass ich es getan habe. Ich werde es tun. Sehr wohl. Ich werde euch nun von Satyas Gang in den Garten erzählen, so wie es im Tagebuch des Adepten steht. Höre genau zu. Am Ende musst du mir sagen, wie die Geschichte endet. Nach ihrer Rückkehr vom Schlachtfeld war Satya nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie hatte das Grauen der Niederhöllen gesehen. Ein Ozean des Untergangs und des Todes. Sie hatte als Einzige überlebt, doch die restliche Welt kümmerte es nicht. Satyas großer Traum war gescheitert. Wie ein Geist wandelte sie durch die Hallen Draconias. Sie aß nicht, sie sprach nicht und sie schlief nur, wenn die Erschöpfung sie dazu trieb. Am vierten Tage erblickte sie ein junger Adept an der Schwelle zum Portal. Er fragte, wohin sie denn gehe. Es sei kalt in den Bergen und sie könnte sich verirren. Worauf sie antwortete? Ich gehe in den Garten. Mein Bewusstsein vernichten. Sofort rannte der Junge zum Luftadepten, doch kam alle Hilfe zu spät. Als sie den Garten betraten, fand man nur noch die Maske. Daneben Satyas Rubin. Von ihr fehlte jede Spur. Aus Angst, Satinath herauszufordern, wurde beschlossen, den Vorfall zu vergessen. Niemand durfte auch nur darüber spekulieren, was an jenem Tage geschehen war. Maske und Rubin brachte man nach Draconia. Der Garten wurde versiegelt und Satyas Schicksal geriet in Vergessenheit. Bis zum heutigen Tage. Es ist nun an dir, Geron, ihre Geschichte zu beenden. Aber bedenke, ein Fehler und es wird schlimm ausgehen. Ich weiß. Satya betrat also den Garten. Okay. Ein Fehler und es geht schlimm aus. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel endet. Deswegen werde ich an dieser Stelle mal... Geht das? Ja, das geht. Wir werden jetzt hier meinen Speicherstand anlegen. Und zwar hier. Speichern. Oh, okay. Weiterspielen. Sie sah sich um. Sie überlegte kurz und sah sich um. Sie setzte sich auf den Boden. Sie holte die Maske hervor. Sie blickte in die Maske und... Und... Sie las die Zauberformel, prägte sie sich ein, setzte die Maske auf und zerstörte ihr Gedächtnis. Wieso hast du mich unterbrochen? Ich hatte Angst, du könntest sie falsch zu Ende erzählen. Anschließend verschwand sie wie ein seelenloser Geist in den Tiefen des Gartens und wurde nie wieder gesehen. Es ist vollbracht. Ich hatte immer gehofft, es wäre anders gewesen. Doch habe ich mich wohl geirrt. Weint ihr?
Natürlich weine ich. Meine Prinzessin ist gerade gestorben. Ich schätze, das war's dann wohl. Das war doch jetzt das Ende, oder? Ja. Nein. Da Satya die Maske benutzt hat, befinden sich nun all ihre Erinnerungen in der Maske. Und damit auch der wahre Name des Zeitdschinns. Was tust du? Faskadan, Esplas, Dekadan, Morilor, Gras, Ferelguran, Il, Bemutia, Gerul, Felan, Yuntia, Katan, Felontia, Sodan, Monian, Ostmun, Tung. Man hat mich geweckt. Der Zeitdschinn. Sag mir, Kind. Was ist dein Wunsch? Es tut mir leid, Geron, aber es gibt in dieser Zeit nichts mehr für mich, als hätte es hier jemals irgendetwas für mich gegeben. Es gibt keine heldenhaften Prinzessinnen, keine uralten Grabkammern, keine fliegenden Festungen, nur ewiges Spalierstehen, Latrinendienst und eine Belanglosigkeit nach der anderen. Wann sind die goldenen Zeiten nur verloren gegangen? Als Prinzessinnen noch von Schlachten träumten und die Welt noch erfüllt war von Magie. Ich wünschte, es wäre alles so wie früher. Dein Wunsch ist mir Befehl. Breda! Das Mädchen ist nun fort. Ihre Sehnsucht herrscht nun über ihr Sein. Es ist meine Aufgabe, diese Sehnsucht zu erfüllen. Auf dass die graue Gegenwart verlösche und Vergessenes neu geschehe. Geht nur sie jetzt in die Vergangenheit oder hat sie gerade etwas ziemlich... Oh nein. Der Wald beginnt sich zu verändern. Was hat sie getan? Geron, komm schnell. Oh mein Gott, was hat sie getan? Geron, ich habe nachgedacht. Das ist schön, aber das bringt uns nichts mehr. Breda hat Satyas Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat Satya die Maske aufsetzen lassen und ihre Erinnerungen ausgesaugt. Im Garten des Vergessens. Damit ist alles genau so geschehen. Und mit dem Rubin hat sie dann Satyas Erinnerungen ausgelesen. Ich meine, Breda hat das getan. Und jetzt ist sie besessen vom Zeitdschinn. Und... Beruhige dich erstmal. Ich soll mich beruhigen? Wir müssen etwas tun. Richtig. Und das können wir nur, wenn es uns gelingt, zu beweisen, dass Breda sich irrte und dass Satya nicht die Maske aufsetzte. Du vergisst, es gibt immer noch einen Teil des Rätsels, den wir bis heute nicht gelöst haben. Der Skarabäus? Als ob ein unsinniges Rätsel uns alle retten könnte. Hast du eine bessere Idee? Sieh dich um. Wir befinden uns hier in einer Nachbildung der Grabkammer. Vielleicht findest du irgendwo den entscheidenden Hinweis. Bringe ihn mir. Und vielleicht können wir das Rätsel ein für alle Mal lösen. Das ist jetzt das... Wir... Und... Alter Schwede. Wir haben hier ein Rubin. Den nehmen wir mit. Grab. Noch nicht. Der Zeitdschinn würde mich sofort in Stücke reißen. Okay. Er will die ganze Welt komplett verändern. Wir haben den Skarabäus. Können wir den zerbrechen? So leicht zerbricht. Monolith.